Die So klingt dein Sommertour von Hitradio FFH. Du sagst, wenn du soweit bist. Wir können loslegen. Die ganze lacht schon. Es ist wirklich so, ich wurde schon als Kind immer stimmlich für meine Mutter gehalten am Telefon und mittlerweile für meine Frau. Und das ist egal, ich kann dreimal am Telefon sagen, wenn ich mit irgendjemandem telefoniere, der mich nicht kennt, Versicherungen oder irgendwie bei einem Arzt oder egal was. Es geht wirklich die ganze Zeit. Ich bin der Herr Ost, der Andreas. Und dann die legt auf und sagt, es war ein sehr schönes Gespräch, Frau Ost. Das ist völlig egal. Ich bin meine Mutter, ich bin meine Frau, ich bin wahrscheinlich auch meine Töchter irgendwann mal, aber ich bin nie ich selbst. Ich dachte monatelang, ich hätte mit seiner Frau telefoniert und so. Das war er wahrscheinlich. Ja, das aber, ja. Du hättest bei den Bee Gees hättest du was werden können. Mindestens. Ja, ich mag tatsächlich keinen Fisch. Also wirklich gar nicht, auch keine, alles was irgendwie nach Meer schmeckt, weil ich wurde als Vierjähriger mal auf einer Kur von einer Nonne. So Ober, das war wirklich die Klassiker. War, richtig, wurde ich freitags, wurde man dann gezwungen, so öligen Sardinen, so Büchsefisch zu essen. Und seitdem geht das nicht mehr an mich. Und Salatgurken, woran das liegt, weiß ich nicht. Essiggurken liebe ich. Also eingelegte Gurken sind der Hammer, sind gar nicht ganz glasleer fresse. Aber Salatgurken auf Brötchen, die mache ich weg. Und das ganze Brötchen schmeckt ja trotzdem immer noch nach Gurke. Du kriegst es ja nicht los. Deswegen, wenn sie irgendwann mal uns buchen, beim Catering, ist mir egal. Hauptsache kein Fisch auf dem Brötchen und keine Salatgurken. Ist es klar? Aber ein Parkplatz. Ganz wichtig, ein Parkplatz.